Lothar Mayer, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, um die Spannung zu dieser nachtschlafenden Zeit nicht auf die Spitze zu treiben, sage ich gleich vorneweg, die Fraktion der AfD wird dieser Vorlage zustimmen. Es ist keine schwergewichtige Materie, über die wir hier zu reden haben. Sie ist sogar so leichtgewichtig, dass ich mich frage, ob es wirklich eines Parlamentsbeschlusses bedarf, um diese Maßnahme durchzuführen, bei der es letzten Endes um eine Personalstelle mit ein bisschen Sachmitteln geht. Die Maßnahme ist gleichwohl sinnvoll. Es handelt sich um die Schließung einer kleinen Lücke im System der deutschen Verbraucherberatung und des deutschen Verbraucherschutzes. Es wird eine Lücke zum Beispiel geschlossen. Frau Hagel-Kehl hat ja über die anderen Eigenschaften dieser zu planenden Stelle schon gesprochen. Es wird eine Lücke geschlossen, die darin besteht, dass die Weiterleitung von Missständen im Versicherungsbereich, die in der Tätigkeit der Verbraucherberatungsstellen festgestellt worden sind, an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen sichergestellt wird. Das war bisher nicht der Fall. Es ist auch so, dass hier nicht eine neue Institution aufgebaut werden müsste mit Aufwand, sondern diese neue Institution ist bereits vorhanden, nämlich in Gestalt des Zentrums für europäischen Verbraucherschutz in Kehl. Auch hier kann ich mich dem anschließen, was Frau Hagel-Kehl schon gesagt hat. Das ist eine der bewährtesten Rechtsberatungsstellen, gerade im Bereich der Lösung grenzüberschreitender Verbraucherstreitigkeiten. Eine Einrichtung, die ich Gelegenheit hatte, im Auftrag der EU-Kommission vor einigen Jahren selbst zu evaluieren, war beeindruckt von der Leistung dieser Stelle und von der Motivation ihrer Beschäftigten. Es ist letzten Endes eine Ergänzung der Landschaft der Rechtsberatungsstellen in Deutschland. Die besteht aus den Rechtsberatungsstellen der Verbraucherzentralen, aus den öffentlichen Rechtsauskunftsstellen, aus den Ombudsleuten der Banken und der Versicherungen und noch einigen anderen Stellen. Also es ist eine sinnvolle Maßnahme, aber es ist eine sehr kleine Maßnahme. Und ich frage mich noch einmal, müssen rein theoretisch, auch wenn Sie hier nicht sind, 750 Abgeordnete darüber beschließen? Dankeschön. Herr Kollege Dr. Mayer, vielleicht darf ich darauf hinweisen, dass bei Gesetzesvorhaben das Parlament zwingend zu beteiligen ist, weil das das einzige Organ ist, was Gesetze beschließen kann. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob man dazu reden muss, aber jedenfalls Gesetze werden im Deutschen Bundestag beschlossen. Als nächster Redner der Kollege Sebastian Steinecke, CDU.